So, weil viele Spiele, wie gesagt, da ist es, wenn man nach unten drückt, fliegt man nach oben. Wenn man nach oben steuert, dann... Eieieiei. So, wo haben wir jetzt neue Geschütze da? So. Wow. Okay, das ist eine dicke Kanone. Boah. Okay, was ist das? Sonder. Wir können unsere Blaster nichts ausrichten. Sieh dich nach T-Jäger-Spezialeinheiten um. Die haben Torpedos geladen. Wir schnappen uns ein paar davon und diese Generatoren und das große Geschütz sind erledigt. Wow, noch mehr Jäger! So, hier geht es ganz schön... Wow, Alter. Oh, da unten haben wir was Besonderes. So. Wow. Wow. Okay, okay, okay. Ach, verdammt. Ach, ich komme mit der Steuerung noch nicht so ganz klar hier. Ah, mit X machen wir einfach ein Looping oder sowas. So, alles zerstören, was geht. Wow. So, drehen wir wieder um hier. Jetzt haben wir noch einen ein. Scheiß T-Jäger hinter uns. Wow. So, haben wir die jetzt? Oh, die kleben uns am Arsch aber auch dran. Du hattest recht, was die Torpedos angeht. Jawohl. Einer. Boah, da war der nächste. Wow. Da oben sind noch ein paar. Jawoll. Die haben auch Torpedos geladen. Sehr schön. So, können wir das schon abfeuern? Jawoll. Da sind auch nochmal Torpedos. Sehr schön. So, wo ist das Ding? Da. Feuer frei. Ein bisschen angeeckt. Zurück nach Jakku, wohin sonst? Nein, 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 wir können da nicht wieder hin. Wir sollten aus diesem System verschwinden. Ich muss meinen Droiden holen, bevor die erste Ordnung das tut. Was, ein Droiden? Ganz genau. Eine BB-Einheit, orange und weiß. Ein wahres Unikat. Mir doch egal, welche Farbe der hat. Kein Droiden ist so wichtig. Die ist doch. Droide hat eine Karte, die direkt zu Luke Skywalker führt. Festhalten, Rakete im Anflug. Ich werde versuchen, sie abzuschütteln. Woo. Es nützt nichts. Ich kann sie nicht abschütteln. Achtung! Eieiei. Autsch! Na, oh, da gibt's Schläge. Der Jäger wird im Goason-Ödland abstürzen. Sie wollten den Droiden holen. Entsendet einen Stoßtrupp zu dem Wrack. Geil! Das ist ja mal geil hier. Wow, jetzt können wir hier richtig surfen. Wow!
geil. Das Feature gefällt mir gleich mal richtig. Ach verdammt, die blaue Münze nicht geschafft. Oh, wow. Da sind wir in Schnee, ein Sandmann oder was? Die kann kämpfen. Wow. Geil, und wie die kämpfen kann. Nicht schlecht, Herr Specht. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Was könnte eine Lagerbestie ablenken? Ey, hör auf, BB-8 zu hauen, ich sag's dir. So, alle Münzen mal 2 und mal 3. Jetzt aber nichts mehr. So, was könnte eine Lagerbestie abhalten? Da können wir was bauen, da können wir was bauen. Wollen wir erstmal das da? Eine Riesenkarotte. Ausschalten, sonst ruft er immer neue Helfer herbei. Wir werden hier kaum rausklettern können, also müssen wir uns wohl durch diesen Sternzerstörer arbeiten. Mit dem Hebel da oben sollten wir die Luke öffnen können. Ja, mitten hindurch. Du mir helfen wirst. Wegen dir sitze ich doch in diesem Schlamassel. So sieht's wie aus, BB-8. Nur keine falsche Bescheidenheit. Und die hat auch so einen Blickdingens. Ah, da haben wir was gefunden. Eine Schwachstelle im Material. So, können wir das können wir einfach kaputt machen, diese komische Statue. Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht. Ach, da brauchen wir auch Kylo Ren für. Wenn er das sein soll, ich glaube schon. Riesige Lego-Geschichten könnte von zerstört werden. Ach, und da müssen wir reiten drauf. Sei brav und wirf mich nicht ab. Genau, einfach da durch, bitte. Für gewöhnlich friedlich, aber du möchtest sie nicht erleben, wenn sie angreift. Das möchte ich auch nicht unbedingt erleben. So, ach, da brauchen wir wieder BB-8. Genau, der kann ja hier aufladen. Zack. Mit Strom und so weiter. Hör ich da gerade geile Musik? Tja, genug gefeiert da drin. Die dancen da drin ab, oder was? Akrobatische Charaktere, wir können Akrobatik-Objekte verwenden, um neue Gebiete zu erreichen. Ah! Wow! Krass! Die hat's drauf. Okay, das war wohl nix. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Am besten nochmal probieren. Haben wir hier eigentlich noch was? Ja, was zum Zerstören. Ich brauche noch ein paar Münzchen. Das Level geht schon wieder ein Weilchen. Und wir haben noch nichts Gescheites zustande gekriegt hier. Was ist das? Soll das sein? Jetzt fährt da so ein Viech durch die Kante. So, wir schlagen erstmal alles kurz und klein. Ach, es fährt wahrscheinlich jetzt einfach hier rum, ne? Und hinterlässt goldene Münzen, oder? Tatsächlich. Überall, wo das langfährt, hinterlässt es goldene Münzen. Wie viel denn da insgesamt? Cool. Ein Goldmünzenerzeuger. Ach, und das war's schon. Dann kannst du ja deinen Dienst quittieren. Und selbst aus dem Ding kriegen wir dann noch ein paar Münzen raus. So. Halt, da steht noch so ein kleiner Schneemann. Kann man den auch... Was ist der? Ach so, auch bloß so kleine Deko. Okay, jetzt würde ich mal gerne... Können wir da reingehen? Ja, aua! Aua! Alter! So. Halt! Die 8 helfen hier unten. Okay. Alles erledigt, dann kann es weitergehen. Hopp. So, rüber mit uns.
Gut. Strom fließt. Okay, ich wechsle einfach mal sicherheitshalber. Nicht, dass du mich jetzt loslasst, dass ich da irgendwie... Okay, die hat schon losgelassen. Dann heißt es bloß noch das Ding aufladen. BB-8, dein Part. Und das Tor. Was kommt denn da wieder rausgefahren? Hey, wo bist du hin? Oh, cool. Da. Ach cool, da gibt's sogar Licht. Geil. Oh je, oh je. Achso, wir haben das Licht. Okay, gar nicht das kleine Teil. Ich dachte schon, es liegt in einem kleinen Teil. Falsch gedacht. Ja gut, zieh mal weiter. Ja gut, das Level scheint mir noch etwas... Oh, sorry. Das kleine Ding kaputt gemacht. Das Level scheint mir etwas größer zu sein, so dass wir auf jeden Fall noch die Münzen zusammenkriegen sollten. Hier können wir wieder nichts machen, aber hier können wir wieder akrobatische Fähigkeiten unter Beweis stellen. Oh, scheiß Vogel, oder was das ist. Die waren aber auch nicht lange da, die Vögel. Ja, die haben zumindest auch dafür gesorgt, dass wir doppelt Erfahrung kriegen. Also diese Münzen doppelt. So, hier können wir jetzt was basteln erstmal. Was denn da Schönes? Ach. Für was brauche ich sowas? Ich check's nicht. Auch hier können wir was Nützliches bauen. Hallo? So. Schnell erledigt. Was ist das? Ich glaube, wir können an Kletterstangen schwingen, um neue Gebiete zu... Ah! Praktisch. Oh, 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 x, 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 x. Wir sollten hochgehen. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Hab doch gesagt, ich komme wieder. Ich glaube, da können wir jetzt runter, ne? Okay. Ich brauche nochmal deine Hilfe, okay? Spring auf und benutze das. Klar, BB-8, das machst du. Wow. Was für ein Sprung. Gut gemacht. Achso, da brauchen wir auch wieder diesen einen schwarzen Typen für. Okay, das kannst du auch nicht zerstören. Das ist alles für Kylo Ren. So, Münzbonus. Geil. Einsammeln, aber ist schon alles vorbei. So, wieder doppelt Münzen. Hat aber auch nicht lang. Können wir hier mit BB-8? Kann kein Wandsprung. Kann zwischen Wänden springen, um höher gelangene Gebiete zu erreichen. Drück hier für immer wieder A. Aber wir müssen sie erstmal hier hochkriegen. Kleine Charaktere, wir können Zugangslücken verwenden, um neue Gebiete zu erreichen. Okay, da kommen wir nicht hin. Das Ding hat uns auch nicht viel gebracht. Die Zugangsluke nutze ich gleich mal. Ich will erstmal gucken, was hier noch so auf uns wartet. Ups, hinten noch was auf uns wartet, aber es schaut nicht so aus. So, wir haben gewonnen hier. Wir haben gewonnen. Mach den Kreis. Funktioniert leider nicht. Schade. Ein kleines Tic-Tac-Toe hier. Wäre gar nicht verkehrt. Und da oben solltest du einen Astromech-Zugang erreichen können. Kannst du mir damit einen Weg da hoch verschaffen? Ja, ich versuche mal mein Bestes. Hier habe ich auf jeden Fall eine Konsole zum Hacken.
das auch schon? Ja, genau so. Okay, und daran kann die jetzt hochklettern, oder was? Ah, ich verstehe. So, schon wären wir auch oben. Und dann müssen wir bloß den Wandsprung nutzen. BB-8 kommt mal da raus. Wir haben diese Dinge restlos ausgeräumt. Ja. Ich komme bald zurück, alle. Keine Sorge. Ich kenne diese Schiffe wie meine Westentasche. Ja. Gut, was ist das hier? Akrobatik, wir können bestimmt da, ja, hindurchrutschen. Ah, einfach mit A. Okay. Warum muss man für durchrutschen akrobatisch sein? Kann doch jeder sich hinlegen auf den Bauch meinetwegen und irgendwo durchkriechen. So, Kletterwand kannst du auch bedienen. Okay, alles andere Objekte. Münzchen, Münzchen, Münzchen. So, das ist wieder kein Objekt für uns. Ledervogel. Nicht mal Bonus kriegen wieder. Nicht mal Bonus kriegen. Sehr, sehr traurig. Soll ich denn da jetzt noch an die ganzen Münzen kommen? Ah, das war eine blaue, da war eine blaue. Das könnte hilfreich sein. Multi-Objekte. Ja, fangen wir mal damit an. Nein, das geht nicht, bis ich den Droiden hier hochbekomme. Also kaputt machen erstmal. Wahrscheinlich da hinten das. Oder geht das auch nicht? Ich kriegen wir schon da hoch. So, gucken wir mal. Wahre Jedi, jawohl. Also gut, mal sehen, ob ich den T-Jäger hochwinden kann. Ah, das ist für die Winde. Und der andere Flügel fällt auch noch ab, oder? Oder nicht? Nee, doch nicht. Doch, natürlich fällt der andere auch noch ab. Gern geschehen. Ich habe Arbeit für dich. War mir schon klar, sonst kommt der BB-8 nicht richtig hoch. Ich dachte, vielleicht rutscht er dann auf den Sand hoch. Na gut. Arbeit für uns klingt mal nach was Abwechslungsreichem. Oh, sorry, dann müssen wir jetzt hier. Und basteln wir mal das linke. So, BB-8, bedien mal das Ding. So, schön aufladen, aufladen. Ah. Ach so. Na toll. Lustige Arbeit. War das alles nicht? Du hast noch mehr für BB-8 zu tun. Kannst du den Ausgang für uns öffnen? Natürlich kann er das. Hier sollte der Weg frei sein. Jo, Sonnenlicht. Erstmal die mit der Hand die Augen schützen. Die Fußabdrücke. Lego halt, ne? Zum Nima Außenposten geht's da lang. Halt dich vom Kelvingrad fern und besser auch von den sinkenden Feldern im Norden. Dort verschlingt dich der Sand. Hör auf, mir zu folgen. Du musst da lang. Morgen früh verschwindest du. Gern geschehen. Oh, darf noch eine Nacht bleiben? Dann muss er verschwinden, aber wo will er denn hin, der kleine BB-8? Flucht vom Finalizer. Level abgeschlossen. So, 1 von 3 Goldsteinchen. Und das zweite bekommen wir gleich durch die 100%. Und sogar das rote Steinchen haben wir.
So, T-Jäger Spezialeinheit haben wir freigeschaltet. FN-2187 ohne Helm, Poe Dameron, Gefangener, Ray, Schrottsammlerin, Offizier Yunamo, Flottenmechaniker Erste Ordnung, Offizier Sumitsu, Offizier Tanison, Techniker Mandedat, ach, das ist wahrscheinlich der, T-Pilot, R3PO, R5J2 und dit war's. Flucht vom Finalizer, neues Level entdeckt, Lorsan, Tekkas Rückkehr. Wollen wir die Geschichte fortsetzen? Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Oder? Gucken wir mal, was kommt. Jakku. Na komm, die Siedlung ist nicht mehr weit. So, lustiges Zuhause hat sie da. Und wie schon gesagt, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Denn hier mache ich jetzt tatsächlich eine Aufnahmepause. Also, bis dann, wenn es wieder heißt Let's Play Lego Star Wars. Euer Kelle. Ciao.